Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Torchlight 2 und wir gehen hier gleich durch. Oder wollten wir eigentlich durch? Das sieht aus wie die Stadt eigentlich. Aber mir kam das so bekannt vor, wie hier diese Hauptstadt, die wir haben im zweiten Akt, oder? Was ist, wenn das das wirklich ist? Teleporter betätigt. Weil wollte ich eigentlich ein bisschen rundherum gehen und gucken. Ja, das ist die Stadt. Das ist also eine verfluchte Version anscheinend davon. Interessant. Wir können auch nicht überall hin, wo wir sonst hin konnten, aber das sieht genauso aus. Da ist er. Hello. Und er beschwört Gegner, anstatt selber zu kämpfen. Wo hatten wir das schon mal? In vielen großen MMOs irgendwie, was ein bisschen schade ist. Vor allem WoW hat solche Fehler gemacht, Guild Wars 2 hat solche Fehler gemacht. Na gut, ich meine, das ist jetzt nicht wirklich ein Endboss oder so. Aber vielleicht ist es der Endboss von Akt 2. Wer weiß. Ah, da kommt er ja. Hallo. Du bist aber kleiner geworden. Kann das sein? Er hat sehr mächtige Zauber und teleportiert sich. Das ist, was er drauf hat. Gut zu wissen. Wow, Zauberpistolen. Interessant. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man da drin stehen bleibt, ja. Kannst du aufhören mit dem blöden Ding? Oh, Fame. Haben wir ihn besiegt? Oh, nee, nicht so ein Riese. Sind so ziemlich das Ätzendste. Gleichzeitig auch langweiligste. Weil die halten zu viel aus. Machen selber aber jetzt auch einiges an Schaden. Also sind eher ein bisschen lahmarschig. Sagen wir nicht, wir müssen insgesamt dreimal gegen ihn kämpfen. Puch. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so typische Dreier-Manie sein wird. Mal guck mal, er ist wieder. Kopien von ihm. Wirklich? Oh, neue Zauber. Oh nein, seine Ebenbilder sind sogar gekennzeichnet als Ebenbilder. Ist es nicht nett von ihm? Ist das nicht nett von ihm? Ja, dann machen wir die zuerst fertig. Na komm. Wieder Fame. Wieder ist er da. Dann wieder wahrscheinlich eine Runde hier von Monstern. Knochen-Typen. Einiges an Schaden. Tomb-Jailer. Na komm. Energieklingen. Danke. Wo läufst du hin? Und der ist wieder da. Schauen, was er jetzt macht. Ah, wieder im Bilder. Oh, das sieht nicht gesund aus. Und da kommen neue. Verschwindet wieder einer. Und da wird dann einer wieder gleich auftauchen, oder? Oder zwei sogar. Ich finde es nett, dass sie wirklich auch den Tooltip aktualisiert haben, dann. Wie er hier dann mehr Sachen konnte. Kommen zuerst hier die Spiegelbilder. Wobei ein Spiegelbild vielleicht gut ist, wenn man das ein bisschen low hält. HP. Oh, der ist schon wieder neues. Na komm, mach ihn fertig, mach ihn fertig. Danke.
Und Erfolg. Und da ist die Lampe. Und sonst noch Crap. Und der richtige Djinn ist gleich da. Dann reden wir einfach direkt mit ihm, um zu sehen, was er zu sagen hat. Ich nehme das Ding, um zu sehen, wie es aussieht. Ja, sehr schön, dass das alles eingehalten wurde. Gucken wir mal. Sieht cool aus. Auf jeden Fall cooler als das, was wir vorher hatten. Wir hätten 4 Stärke mehr, würden ein bisschen Mana-Rack verlieren, würden mehr Rüstung kriegen, würden Magic Find Luck haben, würden aber gleichzeitig ein bisschen Crit verlieren. Na, ja, ich glaube, damit können wir leben. Was haben wir hier? Eine Clownwaffe. Die wäre besser als unsere Offhand. Ich glaube, wir werden mit unserer neuen Kohle dann direkt zu unserem Elektro-Heini gehen. Und die ihm dann vorlegen, weil... Naja. Clownwaffe. Mainhand. Offhand dann. Nicht schlecht. Vor allem ist die auch höher vom Level. Das heißt, wir könnten auch viel besseres Zeugs reintun. So, gehen wir direkt zur Hauptstadt. Und mal gucken, wir kommen hier unten an. Am besten noch nicht mit NPCs reden. Und ja, dann gehen wir zuerst die Sachen verkaufen und uns dann mal entscheiden, welche Ständchen wir reintun. Kauft. Dahin, 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 genau. So, was hätten wir da? 42... Okay, das geht nicht. Crap. Können wir die kleineren nehmen? Ja. Muss gehen. 22 wäre das. Wie viel haben wir da drin? 14. Die können wir reintun. 20 Feuerschaden. Wäre mir ehrlich gesagt lieber als Gift, weil Gift haben wir 2. Das heißt, wir können es dann bald aufwerten. Da haben wir nur 1. Kritische Chance, Chance auf Execute. Wir verlieren leider die Charge. Raid und Meteor, aber naja, und das Unterbrechen. Aber dafür hätten wir mehr Schaden und Executes wieder. Nehmen wir einfach den Feuerchip. Oder sollten wir Blitz nehmen? Aber wenn wir schon Blitz verzaubern. 22, 22, 22. Wenn da was, können wir Execute-Chance noch weiter erhöhen. Aber besser direkt Schaden. So, dann porten wir uns mal dorthin, um zu sehen, ob wir überhaupt was ordentliches drauf kriegen werden. Dann müssen wir hier hin. Und dann reden wir mal mit dem Kleinen hier. Hallo. Das müsste auf jeden Fall teurer sein als andere Upgrades. Elektrischer Schaden, das ist nett. Fast 300 sind wir jetzt. Was haben wir noch? 49. 318. Nice. Dazu dann ein bisschen Feuerschaden, denke ich mal. Weil wir hätten jetzt Feuerschaden und Elektroschaden. Eis wäre am besten jetzt. Also zum Glück haben wir nicht. Und wir können dann nochmals upgraden gehen, wenn wir noch ungefähr, sagen wir mal, 12.000 finden würden. Das heißt, das Ding sollten wir offen lassen. Vielleicht kriegen wir ja wieder den gleichen Bonus. Aber was tun wir jetzt da rein? Was tun wir da rein? Crit-Chance könnten wir auch erhöhen. Was auch nicht schlecht wäre. Physischer Schaden. Wobei, davon haben wir ja genug. Aber das geht da nicht. Wie schon gedacht. Giftschaden wäre auch interessant. Giftschaden wäre auch interessant. Nur 20. Wobei, die drei, die ergeben ja wieder das eine, was wir da drin haben, oder? Ich muss es mir anschauen. Tut mir leid. So, das, das, das.
Ja, 42, also direkt, also 28 oder 42. Ja. Dann machen wir einfach das. So oder so können wir halt auch noch den Eischip rausnehmen, aber das ist auf jeden Fall schwächer vom reinen Schaden her. Von der Diversität wäre es auf jeden Fall interessant. Ja, nehmen. Blub. So. Das Meer ist unsere Main Hand. Das heißt, wir nehmen das in die Main Hand und das in die Off Hand. Jetzt müssten wir dann wieder eine Chance haben auf Executes. Und wollen wir eigentlich das Ständchen rausholen? Ich glaube schon, aber so wichtig ist es nicht. Wir können es also so drin lassen. Dem Ding. Gut, dann das ist hier. Wobei, wir hätten jetzt hier nix. Ich glaube, ich habe nicht so viel Glück. Mana Claw hätten wir auch nutzen können. Oh ne. So, wir haben Schad, wir haben Speck. Schad, Schad, die sind zwei gleiche, die sind unterschiedliche. Okay. Und das hier oben. 42 müssen wir sein, okay. Und haben wir irgendwas für einen Helm? Vielleicht könnten wir einfach was Cooles in den Helm reintun. Den Schaden können wir reduzieren um 3%. Stimmt. Mana können wir erhöhen, aber es. Vielleicht sowas? 28, wäre das hoch genug? Ja. Ja, verringern wir mal den Schaden und geben wir mal Mana Rack. So. Gut. Das Ding, das lassen wir einfach leer. Und das sieht jetzt ordentlich aus, glaube ich. Wobei wir mit dem Ding weniger Schaden. So haben wir weniger Schaden damit. Das sind alles Executes jetzt gewesen. Wow. Wieso haben wir weniger Schaden? 64,8% Execute. Chance. Ah, das Ding ist noch schneller. Schauen, ist denn der Schaden da höher? Ist umgekehrt machen? Nein, ist gleich. Ist total egal. Wieso war er dann mit dem höher? Ich glaube, dass er damit höher war. Vielleicht, weil das Ding langsamer ist. Daran müsste es eigentlich liegen. Gucken wir uns das mal an. Ja, weil es langsamer ist. Und deswegen einen höheren Schaden hat. Eigentlich eine höhere DPS. Und da wird nur der Waffenschaden genommen. Hm. Ja, aber ich glaube, dass wir damit eigentlich recht gut fahren sollten. Das heißt, wir können das abgeben. So. Okay. Dann hätten wir das erledigt. Sind auch fast wieder bei einem Level up. Und reden einfach hier mit dem Wächter. Okay, also die sind jetzt in Rift Keep dann, dort werden wir uns dann aufmachen. Das sind die Belohnungs-Items, auch so, naja. We have a new quest. Okay, wir haben aber irgendwas noch gefunden gehabt hier. Du really? Oh. Das wäre ein gutes Passiv für uns. Das wäre definitiv ein gutes Passiv für uns. Was haben wir sonst noch hier alles drin? Wir haben... Genau das. Das brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir gar nicht. Genau. Geht das? Können wir nicht... Ah. Doch. So geht das. Das. Raus. Sehr schön. Das. Nein, nein. Geht das nicht? Ah, Rechtsklick, so. Ha.
18% Schadensbonus. Wow, ist nett. Nice. Sowas Nützliches sollten wir immer finden. Okay, haben wir sonst irgendwas, was wir da nicht brauchen? Nö. Heiltränke, wie sieht's damit aus? Naja, wirklich viel haben wir nicht. Wir würden aber mehr brauchen. Definitiv. Definitiv mehr brauchen. Dann kaufen wir einfach welche. Ich würde gerne die Waffe eher upgraden. Das wäre mir viel lieber. Aber ohne Heiltränke werden wir nicht wirklich weit kommen. Also. Gehen wir auf wie viel? 50 wäre mehr als genug. So. Damit bleibt uns ein kleines Taschengeld über. Okay, alles passt dann soweit. Und dann sollten wir uns eigentlich wieder auf den Weg machen. Ich glaube, wenn wir uns hier importen, müssten wir eigentlich auch den Ort dann sehen, wo wir hin sollten. Schauen wir. Wo müssen wir hin? Ah, nach Süden. Sehr schön. Ist nicht so weit weg diesmal von hier. Clownwaffen sind richtig nice. Das sieht auf jeden Fall schick aus. Na komm, ich will reinzoomen. So. Ja. Ich bin gespannt, wie sich der Schaden so machen wird. Ob das bemerkbar jetzt besser sein wird oder nicht. Wir werden auf jeden Fall schneller angreifen. Sehr viel mehr Executes machen. Sieht krass aus. 64%. Jeder zweite Hieb ist eigentlich ein Execute. Kann man sagen, ja. Naja, hier werden wir nicht so lang sein. Da geht's ja auf. Weil wir auf jeden Fall noch einen nächsten Teil dann haben werden. Oh, hallo. War das ein One-Hit? Ein Crit und dann auf einmal One-Hit. Und ja. In der nächsten Episode werden wir dann schon vielleicht gegen den Wächter kämpfen. Je nachdem, um ihn zu befreien. Wir müssen dann noch sehen, wie das sein wird. Aber das Gebiet, das sieht hier auch recht groß aus. Oh nein, die mobilen Spawner schon wieder. Ich dachte, nach dem Dilemma mit denen hätten wir genug von denen gehabt. Nein. Falsch gedacht. Crits scheinen irgendwie teilweise ein bisschen niedriger zu sein. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Wirklich an der Offhand liegt oder Mainhand. Hallo, meine kleinen Humans. Ich grüße sie. Oder ob es wirklich sowas wie doppelte Crits geben kann. Ihr seht, der Schaden ist teilweise ein bisschen pervers. Aber nur ein bisschen. Ich bin auch gespannt, wie der Guardian of Mana aussieht. Wie der Wächter des Manats aussieht. Manas. Das kommt davon, wenn die Nase juckt. Dann kann man nicht ordentlich reden. Jo. Na kommt hier, kleinen Bastarde. Ich habe euch doch zum Fressen gern. Ich bin Wolf. Buhu. Und Level Up. Weiter in Schaden steigern. 600. Nice. Ah, und. Achso. Ja, das ist jetzt anders. Also unsere Crit-Chance ist höher als unsere Ausweichchance. Und wir sollten. Können wir da wieder was? Nein, 40, 43, 40. Merkt ihr das? Merkt ihr das eigentlich? Wir könnten hier eigentlich noch einen Punkt reintun oder wieder da einen Punkt rein? Nur der Mindestschaden hat sich verstärkt. Ech, so ein Mist. So ein Mist. Wieso auch immer. Müsste auch auf der maximale Schaden steigen. Außer es wäre halt viel zu gering. Die Schadensteigerung. Dann natürlich nicht. Dann kann ich es verstehen. Sonst kann ich es nicht verstehen. Wo ist ein Spawner? Muss er nicht ein Spawner sein? Anscheinend nicht immer. Aber immer öfter. Da oben haben wir einen kleinen Salto-Menschen. Ja, die Episode sollte heißen, die Salto-Menschen. Aber ich glaube, wir nennen es lieber irgendwas Cooles. Wie der Bosskampf da gegen den Typen, gegen den Djinn. Bösen Djinn. Jetzt müssen wir wieder mit den Heiltränken anfangen. Was haben wir da? Night Chur? Wirklich, wie kann man die Nacht kauen?
Habe ich irgendwas verpasst? In der Schule? Ich glaube. Sehr schön. Also irgendwie kommt es mir so vor, als ob Frenzy auch länger andauern würde momentan. Aber ich kann mich auch täuschen. Wir haben hier auf jeden Fall diesen Mobile Spawner, den wir ausschalten werden. Und dann wären wir auf jeden Fall fertig hier mit der Episode. Mit der kleinen Miskelle. Komm. So. Und du auch. Danke. Und Sentry. Was machen diese ganzen Dinger hier? Ich weiß es nicht. Gut. Jedenfalls sind wir für heute fertig. Und wir sehen uns dann einfach am Montag. Wahrscheinlich dann wieder. Mit ein bisschen Torchlight 2 Action, wo wir dann vielleicht schon den Wächter sehen werden. Ich glaube nicht, dass es mehr als 20 Minuten dauern wird, um zum Wächter zu kommen von hier aus. Aber wir werden sehen. Also, bis dann.